Hallo und willkommen zurück zu Quarantine. Das letzte Szenario, der Pilz, spielen wir. Das ist der aktuelle Stand. Wir haben 5 Dienststellen schon errichtet in der ersten Folge und haben schon 2 Sanitäter dazu gekauft. Jetzt fangen wir an, hier jede Runde Quarantänezonen zu errichten und die Krankheit zu behandeln. Also die gleiche Taktik wie bei Ebola. Nur breitet sich das hier jetzt schon ein bisschen weiter aus, weil wir 2 Startpunkte hatten, wo die Krankheit schon aktiv war. Und die verbreitet sich auch jede Runde auf 4 neue Städte mittlerweile. Oder auf 3. Ne, 4 sogar. Und dann noch einmal innerhalb der Stadt. Und in Riad, wo sich das gerade infiziert hat, hat sich der Pilz in der Wildnis ausgebreitet. Eine neue mutierte Art eines Speisepilzes hat Menschen mit dem tödlichen Stamm angesteckt. Entweder müssen wir all diese Pilze vernichten oder den Leuten mitteilen, dass sie sie nicht länger essen dürfen. Wir können eine Aufklärung machen für 10.000 Dollar. Mit 90% Erfolgschance kriegen wir einen Quarantäneschutz. Ein Fehlschlag, 2 Infektionen. Oder wir machen Abbrennen. Kostet 15.000. Mit 70% Chance gehen 2 Infektionen weg. Aber Riad hat ja nur eine. Dann nehmen wir für 10.000 Dollar und 90% mit Quarantäne-Shorts. Und das hat funktioniert. Jetzt haben wir in Riad Quarantäne. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt weitermachen mit unser Quarantänemodell. Machen wir jetzt erstmal mit dem Diplomaten in Taschkent eine Quarantäne. Mission complete. Um das Virus hier oben ein bisschen einzugrenzen. Wenn es auch noch in Europa rüberkommt, dann ist hier erstmal... schon bald Feierabend, weil wir nicht alles hier gleichzeitig behandeln können. So, mit dem Sanitäter müssen wir jetzt erstmal wieder heilen. Da hat sich ja schon wieder... hallo? Das Iris? Heilen. So. Der hat sich ja bei jeder Aktion mit Behandeln hat er sich verletzt. Was natürlich nicht so schön ist. Jetzt könnten wir mit dem Sanitäter hier nach Buenos Aires, da sind ja 2 Infektionen, behandeln wir mal. 14% Risiko. Und auch das reicht schon aus, dass sie sich verletzt. 6 Lebenspunkte auch bei dem Sanitäter weg. Das gibt's doch nicht. Also von Glück sind wir ja noch nicht überschüttet worden. Bei dem Szenario. Bei 14%, ey, das darf nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Aber jetzt ist Buenos Aires auch erstmal geheilt. Von da kann sich das nicht mehr ausbreiten. Lima hat sich angesteckt, Havanna hat sich neu angesteckt. Dann geht es hier in Afrika jetzt langsam nach oben. In Chengdu sind jetzt schon 4 Punkte. Und schon wieder eine Nachricht. Was ist denn hier los? Jede Runde hier eine Nachricht. Ein Chemieprofessor hat eine Mykotoxinprobe bekommen und sie in seinem privaten Kellerlabor studiert. Seine Motive scheinen harmlos zu sein, aber was er tut, ist gefährlich und illegal.
Wir können jetzt schließen. 100% Erfolgschance. Dann kriegen wir einmal Quarantäne hier in Peking. Wir machen nichts. Erhöht die Infektion und wir kriegen eine Probe. Das ist auch nicht so toll. Dann investieren wir $10.000 für einmal Quarantäne. Ist ein guter Preis. Zwei Quarantäne kosten 20.000. Aber so haben wir keine Aktion hier von unserem Agenten eingebüßt. Ja, sehr schön. So, die Sanitäterin schicken wir mal hier rüber mit Heilen. We're done here. Oh, es hat ihn nur 4 Punkte geheilt. Oh Mann. 6 Punkte verloren und 4 werden nur geheilt. Wenn sie jetzt nochmal erwischt wird, dann ist sie weg. Ganz toll. Jetzt könnten wir mit dem... So, wir könnten jetzt hier in Bogota eine Quarantäne machen. Kann sich das hier jetzt nicht weiter ausbreiten. So, Afrika ist jetzt schon fast komplett weg. Wir hoffen mal, dass es jetzt nicht nach Europa weitergeht. So, wir haben ja noch unsere Diplomaten. Da könnten wir... So, machen wir jetzt Istanbul oder Tripolis? Istanbul oder Tripolis? Das ist jetzt die Frage. Istanbul kann nur von Kairo angesteckt werden. Tripolis von Kairo und Niamey. Oh, doppelte Chance. Dann nehmen wir Tripolis, Quarantäne. The job's finished. Ja, das wär's. Nächste Runde. $50.000. Von Jakutsk nach Irkutsk. Von Tokio geht's runter nach Australien. Buenos Aires neu angesteckt. Und Jakarta. Jetzt ist hier schon ganz schön rot. Ganz schön rot. Wir haben jetzt schon 32 von 40 Punkten. Wir dürfen nur 40 Infektionen haben. Ey, nur 40. Da müssen wir jetzt gucken, welche Städte können sich in der nächsten Runde anstecken. Das ist einmal Melbourne. Novosibirsk kann sich anstecken. Dann Istanbul. Und Marrakesch sowie Mexiko, Washington. Das können wir eliminieren, wenn wir Havanna behandeln. So, dann sagen wir mal, mit der Sanitäterin machen wir in Marrakesch eine Quarantäne. Dann mit der Diplomatin in Istanbul eine Quarantäne. The job's finished. Mit dem Sanitäter behandeln wir Havanna. 7% Risiko. Endlich mal ohne Verletzung. Jetzt kann sich das Virus eigentlich nur hier in Melbourne ausbreiten, in Novosibirsk. Und dann können noch Städte angegriffen werden, die so wie hier Havanna oder eben Quarantäneschutzstädte. Bin mal gespannt, wo sich das Virus ausbreiten möchte. 31 von 40 Punkten hat das Virus. So, Melbourne, da Tripolis einmal angegriffen und Istanbul zwei Angriffe abgewehrt.
Und von Lima 3 Angriffe abgewehrt. Das ist doch schon mal gut. Und was wir nicht verhindern können, ist die Ausbreitung innerhalb der Städte. Jetzt haben wir schon 34 Punkte. Jetzt müssen wir anfangen zu behandeln. So, eine Intensivierungsaktion ist jetzt weniger. Dann machen wir jetzt als nächstes... Wir machen erstmal Körperpanzerung, damit sie weniger Schaden erleiden. Das ist jetzt, glaube ich, wichtiger, weil wir müssen jetzt behandeln. Das ist wichtig. Wir machen in Chengdu, können wir ja mal eine Quarantäne machen. 30% Risiko. Ja, ohne Schaden, wunderbar. Damit sich das da nicht innerhalb der Stadt noch weiter ausbreitet. Dann müssen wir jetzt mal irgendwo 2 oder 3 hier behandeln. Infektionen. So, der überall immer nur eine. Das ist ja das Blöde. Dann machen wir Niamey. Der hat eine neue Stufe erreicht, dann kann er jetzt mehr behandeln. Wenn wir jetzt Mogadischu behandeln würden, 6 Lebenspunkte könnten verloren gehen. Und die hatten nur 6, das ist ja das Blöde hier. Oh Mann, jetzt muss man wegen 2 Lebenspunkte, muss man jetzt heilen. Das ist ja blöd. Mission complete. Dann können wir für 90.000 Dollar mal gucken, was wir hier für Personal haben. Wir könnten Wissenschaftler kaufen. 35.000 Dollar. Machen wir mal. Machen wir mal hier in Delhi. Da haben wir ja schon Quarantäneschutz. Dann kann die hier auch einmal behandeln. Schon mal eine Infektion weniger. Jetzt haben wir 32 von 40. Jetzt kann sich das Virus ruhig mal ein paar Mal verbreiten. Lima, wieder der Versuch auf Bogota. Marrakesch hat den Angriff abgewehrt. Havanna hat sich neu infiziert. Tripolis hat den Angriff abgewehrt. In Melbourne ist eine Infektion mehr. Ja, das war doch ganz gut soweit. Novosibirsk hat sie noch gar nicht angesteckt. Wundert mich ein bisschen. Dann machen wir in Irkutsk eine Quarantäne. Mission complete. So, dann könnten wir in Chengdu. Ja, 30% Risiko. Ne, dann machen wir hier in Bangkok. 7% Risiko. Oh nein! Das gibt's doch nicht. Hat die nur 6 Lebenspunkte gehabt? Oh Mist! 6 Lebenspunkte und schon ist sie weg. Mann! Mann, und das war bei lumpigen 7% Risiko. Das gibt's doch nicht. Oh Mann! Das gibt es nicht. So, dann machen wir jetzt Mogadischu. So, die kann nur 2 Infektionen behandeln. Dann sagen wir Khartoum. 14% Risiko. Geschafft. So, der Sanitäter, der kann, glaube ich, 3 jetzt behandeln.
Ja, dann macht er in Mogadischu. 22% Risiko. Operation complete. Jawohl. Da haben wir jetzt schon mal 5 Infektionen jetzt bekämpft. Ah, wenn wir neue Leute einstellen. Aber jetzt kommen ja hier keine neuen dazu. Das ist ja das Fiese. Dann stellen wir den Diplomaten ein. Der kann 2 Felder gehen. Die hat ja auch nur 6 Lebenspunkte. Das gibt's doch nicht. Ein Fehlschlag und weg. Ja, dann nehmen wir erstmal den. So, der kann ja auch zumindest eine Infektion bekämpfen. Dann starten wir in Lima, gehen nach Havanna. Dann behandeln wir die eine Infektion. Success. Dann kann sich das von da erstmal nicht ausbreiten. Und ja, dann machen wir in der nächsten Runde weiter. Natürlich gestern einen kleinen Fehlschlag gehabt hier. Unsere Wissenschaftlerin, die einzige, die wir hier hatten, ist weg. Sehr ärgerlich. Aber mal gucken, ob uns das hier runterreißt jetzt. Aber ich bin guter Dinge. Wir haben ja jetzt schon einige Quarantänestädte errichtet. Also ich denke mal, das könnten wir noch schaffen. Bleib dran und dann wirst du das auch erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.